meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 14.06.2024. Ich entscheide mich heute für das Tarot von Rider-Waite. Ja, die muss ich da auch nehmen, oder? Also, das ist ja wohl ganz klar. Wir haben hier die zwei Möglichkeiten. Das Jonglieren mit zwei Möglichkeiten. Was haben wir noch? Es sind zwei. Wir haben die schnelle Kommunikation und wir haben die Königin der Kelche. Ne, die sind eigentlich so. Und die bewegen sich wieder. Das ist ja immer wieder der Hammer. Dann habe ich hier in der Neunerlegung der König der Schwerter. Die zwei Stäbe und wir haben den Ritter der Münzen. Darunter sind die sieben Kelche. Das sind die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten, es ist die Verliebtheitskarte, es ist die Karte der rosaroten Brille, es ist aber auch die Karte der Illusionen, dass etwas schöner dargestellt wird, als es ist. Dann nehme ich das mystische Lenormand-Kartendeck von Fichte. Da habe ich die Sense, die Fische, der Hund und das Kreuz. Und der Turm. Und ich nehme aus dem König von Urania Verlag die Kipperkarten. Das ist die Hauptperson. Und was ist jetzt hier rausgefallen aus der Hauptperson? Und zwar einmal das reiche Mädchen und die Hauptperson. Also wir haben hier die männliche, das ist die weibliche. Das ist ja schon ein Ding. Wir haben das Haus, wir haben unverhofftes Geld und wir haben ein Todesfass, keine schlechte Karte, ihr Lieben. Und unten drunter haben wir die Ehestandskarte. Im Kern ist der Hund. Der Hund, der hier im Wohnzimmer sitzt, das Feuer im Hintergrund hat. Und es ist so, dass er sich hier, wie soll ich sagen, ich fühle ganz deutlich, dass er in diesem Wohnzimmer sich wohlfühlen will. Und dass du das Feuer angemacht hast, damit er sich auch wohlfühlen soll. Und wir haben hier eine Glaskugel auf der Erde vor diesem Herrn, vor diesem Hund. Und es ist ganz deutlich hier, dass diese Situation, wie sie hier ist, schon vorhergesagt wurde. Das fühle ich hier, wenn ich diese Karte betrachte. Das hier ist aber auch die Gegenwart. Dieser Freund, der Hund ist immer der Freund, der hat hier die Weltkugel in der Hand und schon wieder eine Kugel. Abrunden. Wir haben hier mit der Münze das Abrunden. Und es ist hier wirklich, dass er diesen einen Stab in die Hand genommen hat und hat auch nochmal zurückgeschaut und hat gesagt, wir gehen jetzt zurück. Unverhofftes Geld ist nur die Plötzlichkeit im Unterbewusstsein. Das heißt, im Unterbewusstsein hast du hiermit nicht gerechnet. Das hier ist die Wahrnehmung, das ist das Bewusstsein. Du siehst ganz genau und du, mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame. Das heißt, der Hund ist die männliche Energie. Das heißt, das ist dein Gegenüber. Und der hat hier diesen Stab in die Hand genommen, hat etwas getan, hat das andere hinter sich, beziehungsweise hat das noch hinter sich. Er muss sich nur umdrehen und sich auf das Pferd setzen. Das ist der andere Stab für den nächsten Schritt. Und er geht hier zurück nochmal, um eben zu sehen, dass er vorher nur mit den Gedanken geherrscht hat. Die Luftenergie, die Schwerterenergie, das sind die Gedanken, hat nichts mit dem Herz zu tun oder wenig mit dem Herz. Und das schaut er nochmal zurück. Und er schaut wirklich, dass hier er derjenige war, der hier mit dem Schwert regiert hat und du die Königin der Kelche bist. Und hier wirklich auf diesen Kelch runterschaust und ich habe ganz viel Traurigkeit in dieser Karte. Du bist traurig, dass er nur mit dem Schwert denkt, dass er nur mit den Gedanken denkt, dass er in seine Gedanken überhaupt keine Liebe, keine Gefühle eingebracht hat. Du schaust ganz traurig auf diesen Kelch und wir haben hier die schnelle Kommunikation. Vielleicht ist hier etwas vorgefallen und diese Karte bewegt sich ja ständig, dass wir gesagt haben, hier wird jongliert mit Möglichkeiten. Und schaut mal, er steht ja hier unter den Möglichkeiten und du fällst praktisch raus.
Ich habe das Gefühl, dass es hier Gespräche gab, Herz im Herzen Gespräche. Und hier geht es nicht um herzliche Gespräche, es geht um gefühlvolle Gespräche, es geht um Gespräche über Gefühl, schnelle Kommunikation. Und du fällst raus. Das ist eine traurige Nachricht. Wir haben immer die traurige Nachricht dabei. Die liegt jetzt heute hier nicht. Aber das ist die traurige Nachricht. Du bist das reiche Mädchen. Du bist das Mädchen. Du bist die in der Vergangenheit. Die Person, die er gekannt hat, ist das Mädchen. Und du bist aber jetzt die Haupt, also die weibliche, reife Person. Und du fällst raus. Und er geht zurück in die Vergangenheit. Er ist mit der Vergangenheit verheiratet, will ich fast sagen. Und er kann nicht akzeptieren, dass du so bist, wie du bist. Und das macht dich traurig. Das hier ist gewesen. Jetzt kommt aber hier im Herzen das Gefühl rein. Wir haben hier mit den Fischen, bei den Fischen geht es um das tiefe Gefühl. Und das bei Ihnen zu Hause, das Haus steht für ihn als Person. Hier kommt jetzt dieses Gefühl ins Fließen, in sein Verstandesdenken bei Ihnen zu Hause, in seinem Inneren. Und dann haben wir auf einmal diesen Hund, der bei dir in deinem Wohnzimmer sitzt. Und du machst es ihm gemütlich, du machst es ihm warm. Und er sitzt da und er fühlt sich wohl. Und er kann sich wohlfühlen, ist ja auch ein Gefühl, ist ja etwas, was Wärme, was das Herz wärmt, das macht was mit ihm. Und das passiert schnell. Vielleicht sitzt er hier doch in deinem Zuhause viel schneller, als ihr denkt. Das hier, das ist die Vergangenheit. Das hier, das ist die Vergangenheit. Das hier ist die tiefe Vergangenheit. Das war vielleicht früher mal so. Das hier ist die jetzige Vergangenheit. Das ist ja auch wieder ein Widerspruch in sich, oder? Aber ihr wisst genau, was ich meine. Und das ist die Gegenwart. Und das passiert schnell. Und dann haben wir den Ritter der Münzen, der hier für die Sicherheit steht. Er sitzt auf dem Pferd und es geht weiter. Das Pferd steht für Bewegung. Karma. Karmisch mit dem Kreuz. Das hier ist der Friedhof. Wir haben auf dem Friedhof ist ein Sarg, ein Grab, eine Grabstelle mit einem Sarg und da drauf ist das Kreuz. Und schau mal, wie es sich bewegt. Es bewegt sich diese Trennung. Und das ist das, was ihm hier klar wird. Das ist das, was ihm hier die verschiedenen Möglichkeiten jetzt auch aufzeigt. Weil er hier mit in die Sicherheit kommt. Dieses Gefühl, was hier ins Fließen kommt. Ich sehe hier die liegende Acht und die hatten wir gestern oder vorgestern. Und hier kommt etwas und mit der liegenden Acht festigst du etwas. Weil der Punkt, in dem sich die Linien kreuzen, wird etwas gefestigt. Und ich habe hier gerade in der Herzmitte dieses Gefühl gefestigt. Dieses tiefe Gefühl im Herzen, was jetzt hier beginnt. Und er fühlt sich wohl bei dir. Und das ist etwas, das kann er gar nicht fassen. Wieso kommen jetzt hier solche Gefühle hoch? Er kommt aber immer mehr in die Sicherheit, immer mehr, dass er wirklich auch sich bewegen will. Und zwar in die Zukunft, nicht nur in die Vergangenheit. Und dann kommt das, was er eingesagt hat, ihr Lieben. Das ist das Gefühl, was er rausholt. Und diese Trennung auf Herzebene, die wird sich jetzt lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da rauszukommen, dass ihr nur befreundet seid, dass ihr einmal im Jahr einen Ausflug macht, dass ihr euch nur zu Weihnachten gratuliert oder kennt oder trefft oder schreibt. Es kann aber auch sein, dass er dich ganz aus der Trennung rausholt. Und guck mal, du schaust ja da rein. Du schaust aus diesem, ich weiß, meine Kamera, ich muss unbedingt noch eine neue haben, aber du bist hier in diesem Turm und du schaust da raus. Und das ist die Ehestandskarte. Die Ehestandskarte geht nur um Verbindung. Es geht nicht um die Ehe, ihr Lieben. Generell geht es in meinen Videos nicht um die romantische Liebe. Hier ist ein Gefühl eingesagt worden, das er jetzt rausholt. Zaghaft, es ist nur eine Münze und er trägt sie auch vor sich. Es ist noch nicht der Kelch.
Kelche sind die Gefühle. Es ist die Münze, aber er kommt in seine Sicherheit. Und dann auf einmal haben wir hier sieben Kelche, sieben Gefühle. Mit denen muss er erstmal klarkommen. Es ist eine ganz markante Legung und ich soll das nochmal festigen. Ich soll die liegende Acht nochmal drüber legen, indem sich dieses Gefühl hier, dass er sich bei dir wohlfühlt zu Hause, das festigt sich jetzt. Was haben wir heute? Wir haben von Diana Cooper die Aufstiegskarten. Das ist viel Text, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt das aushalten. Und ich mische, solange bis eine Karte rausfällt. Ich bin gerade ganz in mich gekehrt, weil das eine sehr schöne Energie hier ist. Das ist ein schönes Gefühl, was er fühlt, das er doch so lange nicht mehr gefühlt hat. Dieses Wohlfühlgefühl. Es überkommt ihn hier, weil wir hier das unverhoffte Geld haben. Wir haben Buddha. Wenn du diese Karte gewählt hast, ruft Gautama, der zum Buddha wurde, dich auf, in friedvoller, mitfühlender und erleuchtender Weise zu leben. Du bist nun bereit, dein Bewusstsein so zu erweitern, dass es alles umfasst, was ist, und die Welt von einer höheren Warte aus zu betrachten. Du bist aufgefordert, vollkommen gewaltlos zu leben und keinem Wesen Schaden zuzufügen. Dadurch lebst du auch du selbst in Sicherheit. Dadurch lebst auch du selbst in Sicherheit, denn alle Wesen werden dich lieben und sich in deiner Nähe sicher fühlen. Erinnere dich daran, dass wir alle eins sind und behandle alle Menschen, Tiere und fühlenden Wesen wie einen geliebten Teil von dir. Ich bin eins mit allem und allem. Das habe ich euch kürzlich erklärt, warum wir alle miteinander verbunden sind. Und Leute, ich weiß nicht mehr, wie die Karte gefallen ist, aber ich lese sie sowieso nur auf Kochzahl. Sie ist auf jeden Fall auf diese vier Karten gefallen. Dass hier jetzt etwas ins Fließen kommt, dieser Frieden, dieser tiefe Frieden, den Buddha auch nach außen getragen hat. Und das ist das, was ich meine, das, was du von innen trägst, was du in deinem Inneren fühlst, wird nach außen getragen. Und das hier wird nach außen getragen. Dass hier etwas bei dir zu Hause oder in ihm ins Fließen kommt, ganz plötzlich, ganz überraschend. Und er da sitzt und sagt, oh, ich fühle mich ja hier so wohl. Und es kann sogar sein, dass er das ausspricht, dass er das denkt und fühlt, aber dass er das erst am nächsten Tag wahrnimmt. Dass er sagt, oh, was war denn das gestern? Ich habe mich ja wohl gefühlt. Im Bewusstsein haben wir Pallas Athene. Pallas Athene ist die Göttin der Wahrheit und der Weisheit im Bewusstsein. Sie ist die Herrin des Karmas auf dem vierten Strahl und hält das Schwert der Wahrheit in Händen, um die Menschheit den Weg zu weisen. Das Schwert, das gibt er ab. Ich sehe es ganz deutlich. Er gibt es ab an sie. Auch wenn sie das Schwert nur im Interesse der höchsten Ideale und göttlichen Wahrheit führt, so zieht sie es doch vor, ihre Weisheit zu gebrauchen, um Konflikte beizulegen. Folge ihrem Beispiel, erkenne in allen Problemen den größeren Zusammenhang, setze die Fülle deiner Weisheit und deines ganzen Taktgefühls ein, um alle Beteiligten zu einer Verständigung zu führen, und zeige mit dem Schwert der Wahrheit den göttlich bestimmten Weg aus der Krise auf. Ich führe das Schwert der Wahrheit, um die Richtung zu weisen, und ich fühle ganz deutlich, dass er hier mit seinen, er stellt fest, er fühlt jetzt hier, dass er nur gedacht hat, dass er alles mit den Gedanken gemacht hat, dass er alles strukturiert hat und strukturiert leben musste. Und jetzt kommt dieses Gefühl hier rein und er gibt das Schwert ab, damit es auch eine neue Bedeutung hat, und zwar die neue Bedeutung, das Schwert der Wahrheit. Was haben wir im Herzen? Marco. Meister Marco ist Repräsentant der Konföderation unseres Sonnensystems, deren Hauptstadt sich auf dem Saturn befindet. Das wusste ich auch noch nicht.
Er arbeitet mit Kommandant Ashtar von der intergalaktischen Flotte zusammen, um uns Weisheit und Wissen der Kulturen anderer Sterne zu bringen. Er unterstützt Hiralon bei dessen Arbeit auf dem fünften Strahl der Technologie und Wissenschaft, um es den Menschen zu ermöglichen, ihre geistigen Fähigkeiten zu erweitern und spirituelle Technologien für die Zukunft zu entwickeln. Öffne deinen Geist, um mit anderen Sternensystemen und Universen zu kommunizieren und Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Bitte Marco, dir dabei zu helfen und dich zu beschützen. Ich öffne mich der Weisheit der Sterne. Hier fühle ich jetzt ganz deutlich, hier geht es darum, dass man sich wirklich von dem Alten löst. Von dem Alten, wie es vorher war, so muss es immer sein. Von dem Alten, so war es doch gut. Ja, es war für dich gut, aber es war vielleicht nicht für andere gut. Hier bei dieser Karte, und das fühle ich im Herzen, und Buddha sagt ja auch, es festigt sich jetzt gerade hier. Schau mal, es geht auch anders. Es geht auch anders, wie es früher immer war. Das fühle ich hier ganz deutlich. Jetzt schauen wir noch ins Unterbewusstsein. Hier haben wir Hiralon. Hiralon stammt vom Saturn. Er wirkt im Tempel der Wahrheit auf Kreta, um seine hohen Energien auf unsere Erde herunterzuregeln. Im Konzil des Saturns vertritt er die Interessen der Erde. Dort hilft er uns, auf unserem spirituellen Weg zu bleiben. Als Meister des orangefarbenen fünften Strahls der Technologie, Wissenschaft, Wahrheit. Wahrheit ist hier unfassbar präsent. Und des Wissens lädt er dich ein, deinen Geist zu öffnen, damit er den Samen neuer Ideen in dein Bewusstsein pflanzen kann. Er hilft jenen Menschen, die dazu bereit sind, die Durchsagen höherer Wesen zu empfangen und Hellsichtigkeit zu erlangen. Setze dich still hin und bitte darum, dir zu helfen, alles zu sein, was du sein kannst. Ich öffne mich der Weisheit und Führung hier. Hier geht es auch darum, dass ich habe euch gesagt, wie ich die geistige Welt wahrnehme, wie ich mit ihr kommuniziere. Und das ist genau das. Und das ist in deinem Unterbewusstsein, in seinem Unterbewusstsein öffnet sich jetzt hier wirklich das Alte. Es geht ins Neue und es kommt zu neuen Verbindungen, zu neuen Verbindungen. Unten drunter haben wir die Delfine. Die von den Delfinen beim Schwimmen ausgesandten Schwallwellen reinigen das Wasser und erhöhen dessen Schwingungsfrequenz. Die Frequenzen, habe ich euch schon mal erzählt, dass es auf YouTube ganz viele Frequenzen gibt. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Schaut mal, vielleicht findet ihr die Frequenz, die für euch genau richtig ist. Vielleicht könnt ihr dadurch ruhiger schlafen. Und oh, das wäre ja eine Errungenschaft, wenn man jetzt durchschläft oder tiefer schläft oder ruhiger schläft. Also, die Frequenzen, gebt auf YouTube mal Frequenzen ein und dann sucht euch das aus, was für euch gut ist. Gesandt Schwalben reinigen das Wasser und erhöhen dessen Schwingungsfrequenz, sodass sich die Delfine mit der Weisheit des goldenen Atlantis und Lemurias verbinden, diese aufrecht erhalten und weitergeben können. Engeldelfine, die im Aquarium blauen Licht erstrahlen, waren die Engel von Atlantis. Sie sind mächtige Wesen, die ihren Teil dazu beitragen, die Schwingungsfrequenz der Meere aufrechtzuerhalten. Durch das Ziehen dieser Karte bist du eingeladen, dich auf die wunderschönen Delfine einzustimmen und die Botschaft von ihnen zu empfangen. Die Karte rät dir, dich zu entspannen und dich im Wissen, dass die Delfine dir auf telepathischem Wege Hilfe und Weisheit zukommen lassen, den Strom des Aufstiegs hinzugeben. Ich verbinde mich mit der Weisheit der Delfine. Ja, die Delfine sind im Wasser. Wasser steht in der Spiritualität für die Gefühle. Und auch hier haben wir ganz viel, ganz starke Gefühle auch. Und darum geht es um das Gefühl, das sich jetzt hier zeigt, dass man das vielleicht später wahrnimmt, aber man nimmt das wahr. Wow, ihr Lieben, wieder eine ganz andere. Ich finde, die Zusatzkarten, geben so einen neuen Touch in dieses. Und auch hier sind wir das Alte abgeschlossen. Das Alte in der Form, wie es vorher war, das gibt es jetzt nicht mehr. Mal schauen, ob wir das nochmal rauskramen. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, da jetzt nochmal zurückzugehen. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Tag. Macht's gut. Ciao.